Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GeoGuessr. Folge Nummer 6. Ich glaube, 6 ist eine schöne Zahl. Ich wusste, dass du das nicht durchhältst. Ja, wir machen eine Speedrunde heute, wie wir schon an meiner Redegeschwindigkeit gesehen haben. Ja. Heute wieder mit Jakob, Carina, Mareike. Hallo. Und zwar machen wir wieder komplette Welt. Und was sagt ihr, wie viele Sekunden? 45 haben wir gesagt? Ja. Wenn vier Leute durcheinander reden, dann müssen es schon 45 sein. 45 Sekunden für 5 Orte. Mhm. Los geht's. Das ist in Deutschland. Irgendwo aus. Nee. Zeit zieht übrigens um rechts. Okay. In Deutschland gibt es nicht so viel Street View. Nee, es ist Bulgarien. Polen, ja. Ukraine vielleicht. Ja, nee. Hauptsache, wir haben schon mal dein Fähnlein. Nee. Ich tippe auf Polen. Ich bin in Polen auch. Polen, echt? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie bei Polen in solchen Dörfern, ich glaube eher Ukraine. Das sind polnische Dörfer für mich. Ostdeutschland. Nee. Das ist doch Deutschland, guck mal, das sind Nein, es waren keine deutschen Straßen. Nee, wahnsinnig. 10 Sekunden. Ja. Was sagen wir? Wenn ich das Deutsche bin, dann. Ukraine im Grenz zu Polen. Ja, das war genau hier. Kuba Kilometer. Wow, es ist Litauen. Litauen. Hey, auch aber schön. Gut. Ja. Immer eine Reise. Richtung Osten. Weiter. Schönes Land, Litauen. Wir sind in. Schild. USA. Metznik. Metznik Road? Metznik Road, ja, ganz toll, das hilft weiter. Toll. Ich glaube. Oh Gott, so ein langweiliger Highway irgendwo in Nebraska oder. Nebraska! Ja. Oder. Nee. Halt so, so ein Staat, wo einfach nichts drin ist. Oh, noch 20 Sekunden. Nee. Oh, Nebraska. In der Mitte, Ja, halt da Missouri. Hier, ja. Da Missouri hast du auch. Da sieht's doch auch so aus. Komm, da. Ist doch jetzt. Okay. Ja, 600 Kilometer. Und zwar wo? In Illinois. Illinois. Du hast doch Verwandte. Oh, erzähl mir mehr. So viel. Nee, ernsthaft. So viel zur Speedrunde. Hier sind wir in Polen. Polen. Und es gibt Schlote. Können auch aus Friesland sein. Ja, nee, aber. Das könnte auch aus Friesland sein. So, ich bin in Erdkunde auch echt schlecht. Mein Lehrer hat mal über seine Inkontinenz geredet. Nein, doch, nicht immer. Holland. Ja, stimmt. Impotenz nennt sich das auch. Was? Nein, der. Doch, das hat er getan und über die Probleme, die das in seiner Ehe bereitet. Nee, da kann man doch aber was machen. Sicher? Ja. Gibt's da nicht was von Ratiofarm? Nee. Ja, nee, von Bahnhof. Von Pfizer. Ich glaube nicht, dass das Holland ist. Oder guck mal auf Autos. Obwohl, auch natürlich, ja. Sieht aus, ja. Viagra war eigentlich auch ein Herz. Wieso, der hat ein gelbes Kennzeichen? Also, sie haben zufällig rausgefunden, dass... Weiß ich nicht, 6 Sekunden. Der Mund. Wie sie das rausgefunden haben. Nur 2 Kilometer. Es war tatsächlich aber Nord. Wo aus Friesland. Ja, guck mal, mein Lehrer. West, Nordfriesland. Oh, nein, guck mal hier. Es ist nicht Nordfriesland. Ah, nee, West. Holland. West ist Ostfriesland. Der geborene Nordfriese legt Wert darauf, dass das ist ganz gut, weil da oben wohne ich. Ja, wo? Bei Aurich, da. Aurich? Da, bei ja. Aurich? Genau, ein bisschen weiter runter. Nein. Alex, nicht bei Aurich. Okay. Wo? Auag ist es. Wir sind in Ostdeutschland. Ja, Ostdeutschland. Dresden. Ist das nicht Dresden? Ja, da ist die Frauenkirche. Oh. Showroom. Okay, Ja. Und Pickups, ja, okay. Es ist Dresden. Alle einig? Wo ist das hier? Da, Utah. Nein, das ist nie unten immer in Utah. Oh, wo sind wir denn jetzt? Bist du sicher? Eis. Sicher, dass es nicht Bier. In Utah ist? Bier. Ja, wenn es da Bier gibt, sind wir nicht in Utah. Bier und Eis. Dann Mormonen trinken nicht. Mountain Hotel. 10 Sekunden. Oh Gott. Block apart. Ja, apart. Mocky Rounds. Nee, oder. Mocky Rounds. Oh, Pennsylvania. Ja, ich wollte. Oder Maryland? Als nächstes wollte ich auf die Appalachen tippen. Ja. Pennsylvania. Okay, schade. Okay. Übrigens, Pennsylvania Deutsch, sehr lustige Sprache. Letzte Runde. Australien. Ah, ja, nee, Australien. Doch. Stoppelfeld. Ah, nee, rechts, Rechtsverkehr. Es ist Rechtsverkehr. Und zwar geht es da irgendwo hin. So, jetzt musst du nur Straße 14 finden. Südafrika vielleicht? Nein, da ist Linksverkehr. Auch Linksverkehr? Ja, in Südafrika ist Linksverkehr. Da ist aber Rechtsverkehr. Nicht, dass da wieder irgendwelche Leichen eingezeichnet sind? Nein. Was ist denn hier los? Aber schaut Folge 2. Straßenschilder können wir das ist stark für die letzte Folge. Nicht so richtig sehen. Ja, die Zeit, ne? Ja, was sagen wir? USA. USA und wo? Ja. Unten, ne? Nee, Mitte.
will ich auch so sagen, Mitte. Da, ja. Missouri, ja. 407. Oh, wow. Wow. War nicht schlecht. Ja. Das war sehr gut. Nebraska. Kansas. Nee, ja, Nebraska. Nebraska. Okay. Ah, das war Nebraska, okay. Das war Nebraska, ja. Okay. Es ist nicht immer schwarz-weiß ja, in Nebraska. Ja, ich hab mir immer schwarz-weiß vorgestellt. Ja. Das war ganz gut. Ja. 16.000 Punkte für so eine Speedrunde ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, oh, das ist schon mehr, als wir teilweise so geholt haben. Auf jeden Fall. So zum Beispiel die Runde vorhin. Ja, zum Beispiel. Gut. Hm. Dann würde ich sagen, schreiten wir einfach mit einer zweiten Speedrunde zur Tat. Jetzt direkt? Ja, direkt. Direkt, so, los geht's. Wo, ist der Ton? Play the same map again. Okay. Boom, so, es ist... Oh, 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 oh. Das könnte wieder irgendwas Osteuropäisches sein vielleicht. Nee, USA oder... Nein, USA? Nein, Russland. Nein. Russland. Euroleasing? Es muss USA sein. Ja, ich... Es ist Deutschland. Oder weil der klebt in Russland wahrscheinlich. Drauf. Russland? Ja, und guck mal. Ja. Deutschland. Russland ist nämlich sehr gut, Stadtnamen zu erkennen. Deswegen muss ich mal gucken. Wenn es gerade Kasan ist, ja. Vorsicht! Das ist Thema. Links, rechts gucken. So. Ich weiß nicht, was ist. Was sagen wir? Ja, an Lettland, hier. Ja, genau da. Ja, irgendwie so. Oh, scheiße. Und da kommt so ein DE-Ding? Da fährt so ein DE-Ding vorbei in der Mongolei, ist das dein Ernst? Es war jedenfalls nicht Lettland, es war die Mongolei, genau. Ja, der ist echt lange Russland unterwegs. Aber, Alter. Ne? Ja. Wie lange fährt man da wohl? 3 Jahre? Fuck, ja, 5 Jahre. Das ist, Das könnte auch irgendwo... Warte mal, so... Das könnte irgendwo sein, das stimmt. Das stimmt. Das könnte Spanien. Auch wieder... Ich wollte auch sagen, die Mülleimer kam mir so bekannt vor. Ja. Spanien. Brust? Da sind viele Schilder. Das ist Dupne. Was ist das? Station Dupne. Das ist Frankreich. Das ist, ja. Da ist ein Schild Richtung Lyon. Lyon? Ja, es ist Südfrankreich. Da dürfte Lyon. Da ist Lyon. Genau. Da, sagen wir mal hier. Ein bisschen weiter raus tippen. Genau hier. Da. Vichy, ja. Hier. Vichy. 69 Kilometer. Wow. Es war direkt in Macon drin. Macon. Weiß ich nicht. Wie wird das ausgesprochen? Mit dem Haus drauf. Was? Ah. Das wird. Macon. Ja. Weiter geht's. Oh, wow. Ja, das also, erkenne ich sofort wieder. Ist das nicht in Breaking Bad, wo die. Wo Gus Fring. Ne? Ja, wir haben nur 36 Sekunden. Okay, dann geht's weiter. Boah, ist das vielsagend. Texas, ist es wieder Texas? Es ist wahrscheinlich Texas, würde ich jetzt auch sagen. New Mexico, Texas, irgendwas da in der Richtung ist es bestimmt. Mareike will uns gerade nicht helfen. Wie gesagt, mein Erdkundelehrer war da nicht so gut. Ja, ich hab... In Texas? Auch keine Ahnung. Sagen wir Texas. Ja, also, nur weil er im Bett nicht gut... Also ah, es war North Dakota. Okay, was? Oh, North Dakota. Ja, hier ist Fargo übrigens. Ja. Oh, geil. So, weiter geht's. Und Ist das Linksverkehr? Nee, Nein, weiß man nicht. Weiß man nicht. Nee. Ich glaube aber nicht, dass es Linksverkehr ist. Dann schätze ich mal doch... Es ist Linksverkehr. Es ist Linksverkehr. Nee. No. Geistigen Sohn. Okay, es ist Linksverkehr. Nee, da steht das Schild jetzt rechts. Es ist USA. Oder Kanada. Diese gelben Schilder. Es ist Kanada. Australien wäre auch nett wieder. Ja, aber es ist nicht Australien. Hallo? Es ist nicht Australien. Es ist British Columbia, irgendwo im Westen von Kanada. Es hat... Ja. Australien ist das jetzt nicht. Westen von Kanada, da PC, da so, ja. Es hat... Kanada? Ja. Nein. Kentucky. Oh. Das war Kentucky. Ey, nur USA, was ist denn hier? USA hat das meiste Streetfeeder, kann man nichts machen, ne? Ja, die haben halt viele Straßen, die bewegen sich ja nicht irgendwie anders. Ja, waren an Vincent drin. Und? Ja. Dann haben wir hier noch... Da stand irgendwas Großes. Interessant. Das ist Kochi. China. Das China. Ist, Town. Das ist Japan. China. Was? China? Chinesisch. Ja, klar. Also. Bitte. Also, haben die in China Linksverkehr? Also, hast du vorhin noch gesagt, Jakob? In Japan. China? Japan. Ich weiß nicht, aber ich würde stark auf Ski. Boah, für dich ist das ja wohl alles. Japan, doch Japan? Ja, würde ich sagen. Japan? Ja. Die englischen Schriftzeichen. Ja. Weiß ich nicht. Hier. Ja, genau da. Es war. Okay. Nicht schlecht. Aber Japan war
nicht schlecht. Da war Shimanto. Also, hier. Mit ein bisschen Suchen hätten wir es wahrscheinlich noch rausgefunden. Ja, in 45 Sekunden. So, die Runde war nicht so gut. 10.000 Punkte. Ai, 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 boah, ja. Die Reise durch Russland. Ja, vor allem die Sache mit Russland. Das ist echt verwirrt. Aber warum fährt da auch so ein LKW durch die Gegend, was wo eine DE dran steht? Was? Also, ne, das war eine Falle. Das war eine Falle, ja. Das war eine globalisierte Falle. War jetzt, das. Mal hier, jetzt macht hier bestimmt jemand ein GeoGuessr-Let's Play. Jetzt mache ich mal richtig hier, fahre mal so ein DE-Fahrzeug an einem Streetview-Wagen vorbei. Ne? Voll zu verwirren. Ja. Haben die auf jeden Fall geschafft. Glückwunsch an die. Nee, wie geht die Musik? Weiß ich nicht. Achso, wir lassen sie einfach. Steht da eigentlich immer well done oder kriegt man doch mal Hau? Ja, nee, da steht auch immer well done, selbst wenn man, also wirklich. Nicht well done. Ja, nicht well getan. Das war nicht so well getan. Tschüss. Tschüss. Tschüss.